Die Vario AG ist einer der wenigen E-Commerce-Hersteller, die ihre Konnektoren zu den Shop-Systemen selbst programmiert. Wir sprechen gleich drüber nach dem Intro. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBayco. Ich bin heute zu Gast bei Vario. Henrik Schneider hat sich ein bisschen Zeit genommen, um mit mir über Konnektoren zu sprechen, besser gesagt über Herstellerkonnektoren zu den verschiedenen Shop-Systemen. Also wenn man hier, es gibt auch eine nette Broschüre, die kann man sehr wahrscheinlich per PDF runterladen, setzen wir einfach mal einen Link drunter. Ihr könnt ja fast jedes Shop-System anbinden. Ihr könnt Shopware, WooCommerce, Magento, Shopify, Oxid, XT-Commerce, Gambio. Genau. Und ist eine Menge. Ja, ist eine Menge und ich glaube, das zeichnet uns auch dahingehend aus, dass wir all diese selber entwickelt haben und dann auch das Wissen in den Schnittstellen hegen und wie wir am besten mit denen auch umgehen. Auch wenn jetzt neue Shop-Systeme dazukommen, können wir halt aus der Erfahrung, die wir mit den anderen Systemen schon gewonnen haben, da draufsetzen und die halt bestmöglich weiterentwickeln. So jetzt geschehen beispielsweise mit Magento 2.0, wo wir dann auch, oder mit Magento 2, wo wir dann auch die Erfahrung aus den anderen Shop-Systemen haben, mit einfließen lassen können. Also sind ganz klar Brocken dabei. Also erstmal die nordamerikanische Riege hier. Shopify, WooCommerce, Magento 1.9 und 2.0. Ja? Dann haben wir nochmal XT-Commerce. Ja? Also ein Shop-System, wie soll ich sagen, da wird auch viel individualisiert. Auch eine Herausforderung, da eine Schnittstelle zu machen. Gambio, die machen eine extreme Entwicklung zurzeit. Auch sehr aufwendig die Schnittstelle, weiß ich selbst, weil ich mit dem Gambio, mit der Gambio-Technik halt mich ständig auseinandersetze wegen Kundenprojekten. Shopware bringt diese Version 6 raus. Ja, ja. Da habt ihr euch echt was ans Bein gebunden. Ja, aber bewusst auch. Also es ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Auch das ist auch bei den Marktplätzen auch dasselbe. Also auch bei den Marktplätzen gehen wir hin und haben keine Middleware im Einsatz, sondern die Schnittstellen zu Marktplätzen und auch zu den Online-Shop-Systemen entwickeln wir wirklich selber, weil nur so wir zu 100% der Herr darüber sind und auch schnell reagieren können. Und können sagen, vielleicht braucht auch ein Kunde da was Besonderes und wir müssen da was dran machen. Das können wir halt tun, wenn wir die Schnittstelle entwickelt haben. Definitiv. Und wichtig ist natürlich, dass man da einen Austausch hat mit den Entwicklern. Und das weiß ich, weil ich habe mit den Entwicklern von Vario schon gesprochen. Also die kennen sich im Bereich Online-Shop-Systeme sehr gut aus. Ja? Und die wissen direkt, worum es geht. Und das hat man sehr selten. Das ist, wie gesagt, was du gerade angesprochen hast, ist uns halt sehr wichtig, dass wir da den Kunden auch allumfassend beraten können. Hast du ja vielleicht selber auch mitbekommen, dass wir teilweise auch Shop-Projekte oder die Shop-Projekte unserer Kunden auch mitbetreuen können, auch teilweise Shops selber aufsetzen für die Kunden, einfach aus dem Grund, weil wir diesen ganzen Prozess auch sehr gut kennen und auch umsetzen möchten. Ja, das heißt, ihr unterstützt bei dem E-Commerce ERP, ja? Mhm. Und ihr unterstützt dann auch nochmal im Shop-Projekt. Und das ist ja auch ganz gut, weil auch wenn das jetzt nicht euer Hauptgeschäft ist, ja, Online-Shop-Systeme zu bauen, ist es für mich wichtig, dass ein Hersteller weiß, worum es geht, worüber spricht der Online-Händler überhaupt. Es ist ja im Online-Handel ganz wichtig oder in der Regel immer so, dass ich mehrere Ansprechpartner habe. Aber wenn alle nur Spezialisten in ihrem Gebiet sind, muss es halt diesen einen Mittler geben, der von allem was weiß. Definitiv. Und dann im Prinzip sagen kann, ja, wenn es einen Template-Designer gibt oder Backend-Entwickler für das Shop, wie können wir das optimal über die Schnittstelle darstellen? Das geht dann über, welches Freifeld kann ich wie übergeben, damit es angezeigt wird, damit fängt es an und geht aber über andere Sachen dann auch hinaus, wo man sich einfach austauschen muss. Definitiv. Also das Ganze kann man auch kostenlos testen. Das heißt kostenlos testen, die Version ist erstmal kostenlos, also 5000 Belege. So viel könnt ihr machen und zahlt nichts für die Software. Unten in der Beschreibung haben wir nochmal das Videotutorial verlinkt, wie ihr einfach, also eigentlich nur weiter klicken, dann habt ihr Vario schon installiert und dann könnt ihr direkt den Connector, über den Connector dann das Shop-System anbinden, das Ganze mal testen und ja, viel Erfolg beim Testen, danke und danke bis zum nächsten Mal, euer Ali. Ciao.